Was ist der Fall? Zur Kasuistik in der Erziehungswissenschaft. Zusammenfassung Der Beitrag ist als Feldbestimmung einer kasuistischen Erziehungswissenschaft angelegt. Er entwickelt dabei ein doppelt strukturiertes Spannungsfeld, das durch folgende Linien gekennzeichnet ist die Verwendung von Kasuistik als Annäherung an ein Sinnverstehen pädagogischen Handelns gegenüber einer Orientierung an der Ausübung von Pädagogik einerseits, die Selbstbildung durch Fallarbeit gegenüber der Kompetenzentwicklung an Best-Practice-Beispielen andererseits. Terry Pratchett lässt seine berühmte Hexe Oma Wetterwachs im Roman Macbeth sagen. Dinge, die wie Dinge aussehen wollen, sehen manchmal mehr wie Dinge aus als Dinge. Ersetzen wir Dinge durch Wissenschaft, wird daraus Wissenschaft, die wie Wissenschaft aussehen will, sieht manchmal mehr wie Wissenschaft aus als Wissenschaft. Erziehungswissenschaft bemüht sich gerne sprachlich darum, wie Wissenschaft auszusehen, wie der eben vorgestellte Beginn eines Fachaufsatzes beispielhaft zeigt. Die Überschrift ist noch ganz nett. Was ist der Fall zur Kasuistik in der Erziehungswissenschaft? Sie spielt damit, dass Kasuistik Fallbetrachtung meint. Der Beitrag ist als Feldbestimmung einer kasuistischen Erziehungswissenschaft angelegt. Was könnte denn eine Feldbestimmung sein? Wir denken an ein Spielfeld und sagen uns, dass in diesem Aufsatz vielleicht geklärt wird, welchen Platz Fallbetrachtung in der Erziehungswissenschaft einnehmen könnte. Aber dass ein simpler Text als eine Feldbestimmung angelegt sein kann, schüchtert den Leser, der das einem eigenen Text nie zutrauen würde, doch gehörig ein. Er entwickelt dabei ein doppelt strukturiertes Spannungsfeld, das durch folgende Linien gekennzeichnet ist. Allerhand, ein Spannungsfeld wird entwickelt, und dann auch noch doppelt strukturiert, und zwei Linien kennzeichnen das Spannungsfeld, und sie sind es wahrscheinlich auch, die es strukturieren, und das, wie gesagt, auch noch doppelt. Ob es so verfälschend gewesen wäre, zu schreiben, dieser Beitrag will unter zwei Gesichtspunkten die Rolle der Kasuistik in der Erziehungswissenschaft darstellen. Aber jetzt zu den Linien. Linie 1 meint die Verwendung von Kasuistik als Annäherung an ein Sinnverstehen pädagogischen Handelns. Ist pädagogisches Handeln Unterrichten? Unterrichten ist vielleicht zu undifferenziert. Es soll sicher deutlich werden, dass man auch über das Unterrichten hinaus pädagogisch handeln kann. Pädagogisches Handeln kann man vielleicht auch verstehen, indem man klärt, warum und wozu ein pädagogisch Handelnder jetzt gerade so gehandelt hat. Aber muss es gleich ein Sinnverstehen sein? Und dass man sich diesem Verstehen von Sinn von pädagogischem Handeln dann nur annähernd ist, ein sehr bescheidener hermeneutischer Anspruch. Gegenüber einer Orientierung an der Ausübung von Pädagogik einerseits. Wie übt man denn Pädagogik aus? Indem man aufschreibt, was man über das Unterrichten weiß? Und inwiefern steht dann der Versuch, sich dem Sinn von pädagogischem Handeln anzunähern, einer solchen Orientierung an ausgeübter Pädagogik gegenüber? ist die etwa kein Sinnverstehen pädagogischen Handelns. Vielleicht stimmt einfach etwas mit dem Wort Ausübung nicht. Wenn man sich das wegdenkt, könnte ja gemeint sein, dass man das, was beim Unterrichten so passiert, dem gegenüberstellt, was man so an pädagogischer Lehrmeinung kennenlernt. Aber kommen wir zu Linie 2. Die Selbstbildung durch Fallarbeit gegenüber der Kompetenzentwicklung an Best-Practice-Beispielen andererseits. Was für ein Vergnügen, wenn Klammern oder Bindestriche so einem Wort quasi im Moment des Lesens noch Bedeutungsnuancen aufzaubern. Selbstbildung. Nur was für eine Nuance soll es denn sein? Wen als sich selbst bildet man denn sonst in diesem Zusammenhang? Dieser Bildung des Selbst steht also Kompetenzentwicklung eigentlich ein Wort für Lernen an Best Practice Beispielen gegenüber. Das sind wohl Beispiele, wo etwas besonders gut geklappt hat, wo auch immer man sie hernimmt. Wir übersetzen jetzt mal alles im Zusammenhang in Ach so deutsch, in der Hoffnung, dass wir es richtig verstanden haben. Dieser Beitrag will klären, welche Rolle in der Erziehungswissenschaft der Vergleich von konkreten Fallerfahrungen aus der pädagogischen Praxis mit pädagogischer Forschung einerseits, mit beispielhaftem Vorgehen andererseits einnehmen kann. Vorausgesetzt, mir ist eine treffende Nachdichtung gelungen. Heißt das nicht so viel wie wir wollen Theorie mit Praxis vergleichen? Wenn man auf diese Weise die Luft rauslässt, stellt sich dann etwa heraus, dass ein völlig selbstverständlicher Vorgang sprachlich zu einem ganz neuen wissenschaftlichen Ansatz aufgeblasen wurde? Zur doppelten Strukturierung solcher Texte empfehle ich besonders diese zwei Linien. Von links oben nach rechts unten, von rechts oben nach links unten quer übers Papier. Am liebsten in Rot.